Hallöchen, meine lieben Balkongartenfreunde. Ja, ich konnte es nicht lassen und musste dann doch dieses Jahr noch ein paar Erdbeerpflanzen kaufen. Da ich ja sonst kein Obst auf dem Balkon habe und Erdbeeren doch was Feines sind, wird es dieses Jahr dann auch Balkonerdbeeren geben. Vor 3 Jahren hatte ich das letzte Mal Erdbeeren im Balkonkasten. Ja, so lange ist es schon her. Und diese haben wirklich eine schöne Ernte abgeworfen. An die Sorte kann ich mich jetzt leider nicht mehr erinnern, aber es war eine mehrmals tragende Sorte. Dieses Jahr habe ich mich für die Sorte Annabelle und Elan F1 entschieden. Beide tragen den ganzen Sommer über Früchte und bei ca. 20 Pflanzen gibt es da schon gut was zu ernten. Die Sorte Annabelle eignet sich besonders gut für den Anbau in höheren Lagen. Bis 1200 Metern soll sie sich bewährt haben. So, kommen wir aber mal zum Erdbeereneinpflanzen im Balkonkasten. In der Saison 2017 hatte ich die ja in recht schmalen Hängekästen, jedoch dieses Jahr bekommen meine Erdbeerpflanzen richtig schön Platz, damit die Bedingungen noch besser sind als damals. Als Erde verwende ich eine normale Blumengartenerde, welche ich jetzt schon direkt beim Einpflanzen mit einer Mulchschicht aus Holzspänen bedecke. Die meisten kennen wohl die Variante mit Stroh. Aber da ich noch so Holzspäne zu Hause hatte, verwende ich eben diese. Meiner Erfahrung nach braucht man so eine Mulchschicht, ja, wenn man Erdbeeren im Topf pflanzt, nicht. Aber im Garten ist so eine Mulchschicht sicherlich von Vorteil und hilfreich. Gerade auch wenn es darum geht, Schnecken fernzuhalten und wenn es oft regnet, dass die Erdbeeren nicht schimmeln. Beide Probleme sind bei mir auf dem Balkongarten nicht vorhanden. Aber die Holzspäne haben dann doch noch einen Vorteil, den ich hier auch auskosten möchte. Denn Erdbeeren brauchen eine gut feuchte Erde. So haben sie immer genügend Wasser, weil eben die obere Erdschicht durch die Mulchschicht bedeckt ist und somit auch langsamer austrocknet. Und gerade im Sommer, wenn es richtig heiß ist, werde ich dann um diese Mulchschicht froh sein, denn so muss ich weniger gießen. Als Standort bekommen meine Erdbeeren den besten Platz auf dem Balkon. Schön sonnig sollen sie es haben, damit die Früchte gut reif und süß werden. Zum Thema Düngen kann ich Folgendes sagen. In der Saison 2017 habe ich beim Erdbeerenumtopfen diese in eine Gartenerde angereichert mit Wurmhumus eingepflanzt. Diese Düngung langte dann für die erste Kultur und im Sommer dann gab es noch eine extra Portion Bärendünger hinzu. Beide verlinke ich euch auch nochmal unter dem Video. Dieses Jahr probiere ich was Neues aus. Und das sollte auch sehr gut funktionieren. Ich gebe hier etwas von den Schafwollpellets in das Pflanzloch. Ja, und normalerweise sollte das jetzt auch schon für die ganze Erdbeersaison reichen. Denn Schafwollpellets zersetzen sich nur langsam und geben damit einen perfekten Langzeitdünger für Erdbeerpflanzen ab. Und diesen Dünger habe ich euch auch nochmal unter dem Video verlinkt. So, jetzt fülle ich noch die restlichen Lücken mit Holzspänen auf und dann gieße ich noch einmal an und schon können sich die Erdbeeren in ihrem neuen Zuhause richtig wohlfühlen. Und sollte jetzt nicht alles schief gehen, dann werde ich in circa 2 Monaten hier eine schöne Erdbeerernte haben. Habt ihr jetzt auch schon Lust auf Erdbeeren bekommen? Ja, dann schreibt mir doch einfach was dazu in die Kommentare, ich freue mich auf jeden Fall darüber. Und jetzt wünsche ich euch noch ein paar schöne Frühlingstage. Und sagt bis bald, euer Balkongärtner Christian. Ciao, ciao.